Starkregen, eingeschlossen im Keller. Das Wasser strömt von allen Seiten. Wie komme ich hier wieder raus? Wenn solche Wassermassen in die Häuser eindringen, dann strömen sie zuallererst, na klar, in den Keller. Und die Reaktion vieler Menschen ist dann, schnell darunter und alles Wertvolle noch irgendwie retten. Aber ist das eine gute Idee? Wir probieren es aus im nächsten PurPlus-Experiment. Das Ganze in der Feuerwehrschule Würzburg. Hier trainieren Feuerwehrleute die unterschiedlichsten Einsätze. Und dabei geht es nicht nur um Brände und Feuer, sondern eben auch um Wasser. Wie rettet man Menschen aus überfluteten Kellern und das ohne, dass die Feuerwehrleute sich selbst in Gefahr bringen? Für dieses Training kann ein spezieller Kellerraum mit Wasser geflutet werden. Mit Feuerwehrdirektor Roland Dehmke mache ich mich wasserdicht. Wow, okay. Also Wasser kommt rein. Wir stehen jetzt hier, ja, fast schon 30 cm tief im Wasser. Hier ist ein Kanal. Ich meine, im echten Leben würde es ja jetzt nicht durch so ein Rohr reinkommen. Würde es wahrscheinlich durch einen Kanal kommen, oder? Ja, bei Starkregen kommt es durch einen Kanal, wenn ich keine Rückschlaglappe habe. Wenn die Kanalisation überlastet ist einfach. Genau, ja. Von Regenwasser. Okay. Wie entsteht überhaupt Starkregen? Beim Starkregen gibt es zwei Besonderheiten. Wenn er entsteht, ist die Luft besonders feucht. Und außerdem ist der Temperaturunterschied zwischen der Luft am Boden und der in der Höhe besonders groß. Jetzt braucht es nur einen kleinen Auslöser, zum Beispiel eine aufgeheizte Fläche in der Stadt, damit diese sehr warme und feuchte Luft in Bewegung kommt. Schnell steigt sie jetzt nach oben und reißt dabei weitere Luft mit sich. Ein Kanal entsteht. In einem sehr engen Bereich rast die Luft so schnell nach oben, dass selbst große Wassertropfen mitgerissen werden. Es entsteht ein gewaltiger Wolkenturm, der typisch für Starkregen ist. Dieser Wolkenturm ist voller Wasser und es kommen immer mehr Wassertropfen dazu. Irgendwann ist die Masse an Wasser im Wolkenturm so schwer, dass der Aufwind nicht mehr ausreicht, um sie zu halten. Der Wolkenturm bricht in sich zusammen, die Wassermassen stürzen nach unten. Das ist Starkregen. Jetzt haben wir hier einen ganz normalen Keller, ne? Also wir haben hier Waschmaschinen, wie so ein Waschkeller eben aussieht. Und natürlich haben wir auch hier, das, gucken Sie mal hier, wir haben jetzt hier Stromleitungen, da sind Steckdosen, die sind jetzt schon unter Wasser, dadurch, dass das Wasser da reinfließt. Und also wenn ich was weiß, dann Strom und Wasser ist keine gute Idee. Der Strom fließt durch das Wasser, das leidet, es besteht die Gefahr vom Stromschlag. Das heißt, schwere Verletzungen, so wie wir hier stehen, das wäre höchst gefährlich. Jetzt müssen wir sagen, hier ist gerade kein Strom drauf. Was könnte noch passieren? Oder man hat Glück, es fliegt die Sicherung raus, aber dann wird es dunkel. Und man sieht gar nichts mehr. Dann wird es sehr, sehr schwer, sich zu orientieren. Denn wenn das Ganze in echt passiert, dann hat man natürlich nicht so zwei schicke Stirnlampen, wie wir jetzt hier dabei. Dann ist man komplett im Dunkeln und weiß eigentlich erstmal gar nicht, wo es lang geht. Wir haben jetzt die Lampen. Und deswegen sehe ich jetzt auch, dass unsere Tür zu ist. Ja, das Wasser hat jetzt die Tür durch den Druck schon zugedrückt. Ja klar, der Wasserdruck geht an die Tür. Die ist jetzt zu, das hätte ich in einem echten Fall nicht unbedingt gemerkt. Und will natürlich jetzt versuchen, rauszukommen, oder? Ja, man muss gucken, schnellstmöglich jetzt rauszukommen noch, weil der Druck auf der Tür wird immer größer. Okay. Ach so, das muss man mit bedenken, weil das Wasser steigt, also wird der Druck an die Tür größer. Das Gewicht wird immer größer und drückt immer fester zu. Was hat das für Auswirkungen? Das probiere ich jetzt mal aus. Nee, oder? Wie krass. Ich krieg's da wirklich nicht auf. Das schafft man jetzt von Hand nicht mehr, das ist zu viel. Schon zu spät. Schon zu spät? Also ich meine, wir haben gerade mal, was ist das, ein halber Meter? Das ist ein halber Meter, ja. Komm, das muss doch irgendwie gehen. Schnell raus. Das war jetzt echt in letzter Sekunde. Ja, gerade noch Glück gehabt. Ja. Was war jetzt der Grund, dass die Tür gar nicht mehr aufging? Ja, das Wasser hat hier ein Gewicht von mehreren 1000 Kilogramm, das drückt da dagegen. Draußen ist kein Gegendruck da und von daher ist es ganz, ganz schwierig, diese Tür aufzuziehen. So viel Kraft hat ein Mensch nicht. Verstehe, das ist ein großer Druckunterschied, ne? Genau. Von innen zu außen. Genau. Wenn jetzt außen mehr Wasser wäre, wäre das schon wieder anders. Ja, aber wenn die Tür jetzt undicht ist und draußen fließt das Wasser auch raus und ist dagegen, dann haben wir gleichen Druck innen und außen und dann geht's wieder. Aber das ist ja ein realistischer Fall, den wir hier haben. Man ist in so einem Kellerraum, der läuft voll mit Wasser, Druck ist zu hoch, war jetzt schon echt grenzwertig. Ich frage mich, was passiert, wenn der Druck noch höher wird? Wie kommt man dann aus dem Keller raus?
Das testen wir in einem anderen Kellerraum der Feuerwehrschule. Unsere stromgeschützten Lichtstative sind mit schweren Gewichten gesichert. Kamera und Mikrofon haben wir fest unter der Decke installiert. Ein Rettungstaucher, ausgestattet mit Pressluftflaschen, wird hier unten dabei sein, um für meine und die Sicherheit unseres Kameramanns zu sorgen. Wir gehen jetzt runter in den Keller und der soll komplett geflutet werden. Wir wollen gucken, wie man sich dann am besten verhält und was dann passiert. Wie oft kommt es denn vor, dass ihr von der Feuerwehr zu solchen Fällen gerufen werdet, dass Leute im Keller sind? Wir haben wegen des schlechten Wetters immer häufiger so starken Regen und Regenfälle. Aber Gott sei Dank, dass Menschen jetzt im Keller wirklich eingeschlossen sind, das ist schon der Ausnahmefall noch. Und was macht ihr dann in so einem Fall, wenn das passiert? Ja, wir versuchen schnellstmöglich in den Keller zu kommen von verschiedenen Seiten. Und wenn gar nichts mehr geht, setzen wir auch die Taucher ein. Okay. Ich meine, Sie haben es gerade gesagt, zum Glück passiert sowas nicht so häufig. Und die Regel ist, wenn es passiert, nicht in den Keller gehen. Leider kann ich damit jetzt nicht viel anfangen mit diesem Tipp, weil ich muss runter. Wir starten das Purplus-Experiment. 3000 Liter Wasser pro Minute werden jetzt aus einer Zisterne über die Kellertreppe und vor das Kellerfenster gepumpt. Das ist so viel wie 20 Badewannenfüllungen und das in jeder Minute. Der Keller wird regelrecht geflutet. Wow! Okay, also das Wasser läuft. Ich gehe jetzt nach unten. Bin natürlich auch schon ausgerüstet mit einem Anzug, der mich trocken und warm hält. Jetzt gehen wir rein. Also Wasser steht auf jeden Fall schon mal. So, ich stelle mir jetzt mal vor, das ist mein Keller zu Hause, ja? Dieser Sturzregen kommt, Wasser strömt rein. Ich will noch ein paar Sachen retten. Ich will noch ein paar Boxen durchsuchen. Da denke ich mir doch erstmal, ey, schön Tür zu, dass das Wasser nicht reinkommt. Kram hier einfach noch ein bisschen rum. Auch durch das geschlossene Fenster kommt enorm viel Wasser rein. Jetzt guck mal hier. Hier strömt das Wasser die Tür rein. Wie komme ich jetzt hier raus? Überall dringt Wasser ein. Wie hoch es mittlerweile hinter der Tür ist, weiß ich nicht. Sie einfach zu öffnen wäre viel zu riskant. Aber vielleicht komme ich ja über das Fenster raus. Ich probiere das jetzt. Ich mache jetzt das Fenster auf. Ich habe ein bisschen Schiss davor, weil da ist natürlich jetzt Druck drauf. Mal gucken, was passiert. Ah, ich glaube nicht. Okay, und los. Okay, das war keine gute Idee. Der Raum läuft jetzt noch schneller voll. Umso wichtiger, hier rauszukommen. Der Wasserdruck ist aber viel zu stark, um einfach rauszuklettern. Vielleicht klappt's mit einer Leiter? Das Wasser schlägt mir mit enormer Wucht entgegen. Ich schaffe es einfach nicht, mich hier irgendwo am Fenster festzuhalten. Werde stattdessen immer wieder in den Keller zurückgedrückt. Keine Chance. Da komme ich nicht raus. Um Zeit zu gewinnen, muss ich versuchen, das Fenster wieder zu schließen. Aber das Wasser drückt weiter zu stark in den Keller. Kriegt das Fenster nicht mehr zu. Okay, krass. Jetzt hilft mir vielleicht nur noch die Tür. Aber wird der Wasserdruck nicht mittlerweile viel zu hoch sein, um sie noch aufzubekommen? Okay, sie geht nicht auf. Egal wie fest ich an der Klinke reiße, die Tür sitzt bombenfest und bewegt sich keinen Millimeter. Vergiss es, die Tür geht nicht auf. Okay, also ich muss jetzt überlegen, was kann ich noch machen? Und ich glaube, das Einzige, was jetzt noch geht, ist, dass ich warte, bis das Wasser oben an der Tür ist, weil dann ist auf beiden Seiten vielleicht der gleiche Wasserstand, der gleiche Druck. Das heißt, ich muss jetzt so lange warten, bis das Wasser hier oben ist. Auf der anderen Seite der Tür ist das Wasser also nicht so schnell gestiegen wie hier drin. Der Druck von innen ist zu hoch. Ich muss warten und hoffen, dass es außen auch weiter steigt, damit der gleiche Druck auf beiden Seiten herrscht. Hier drin steigt es auf jeden Fall rasend schnell. Ich muss es nochmal versuchen. Vielleicht bekomme ich die Tür ja doch auf. Ja! Nichts zu machen. Die Tür wird erst aufgehen, wenn auf beiden Seiten das Wasser etwa gleich hoch steht. Wäre das denn
Kellers. Der Schacht vorm Fenster ist jetzt komplett vollgelaufen und das Wasser hier drin steht bis über der Tür. Hoffentlich auch auf der anderen Seite. Also der Wasserstand ist jetzt so, dass ich es probieren werde. Es ist jetzt höher als die Tür. Ich hoffe, dass der Druck auf beiden Seiten gleich ist und ich die Tür aufkriege. Was kostet mich jetzt schon Überwindung? Ich muss Luft anhalten, ich muss ohne Sicht durch die Tür den Kelleraufgang hochtauchen. Ich probiere es jetzt einfach. Ich hoffe, ich komme runter. Ich bin raus. Okay, das ist extrem. Jetzt ist mir am Ende fast die Luft ausgegangen. So, und jetzt stellt euch mal vor, das in der Realität. Ja, du bist da ganz alleine, es ist dunkel, Wasser kommt rein, es ist kalt, du hast keinen Rettungsschwimmer um dich rum, musst dann da irgendwie rausschwimmen. Das ist der absolute Horror. Das ist eine Todesfalle da unten. Also, wenn irgendwann mal Wasser ins Haus reinströmt, in den Keller reinströmt, ja, niemals da reingehen. Nichts ist so wertvoll, dass es sich lohnen würde, dafür das Leben zu riskieren. Und wer weiß dann schon, dass man warten soll, bis das Wasser auf beiden Seiten bis über die Tür gestiegen ist. Das ist dann die einzige Chance, noch irgendwie rauszukommen. Stand euer Keller zu Hause schon mal unter Wasser? Schreibt es mir doch einfach in die Kommentare. Für mehr solcher spannender Videos, dann abonniert doch einfach unseren Kanal. Und wenn ihr mehr über Extremwetterlagen erfahren wollt, dann klickt einfach hier. Da gibt es auch Creative Commons Clips für eure Referate.